Ja, ein herzliches Willkommen, ihr lieben Leute, zur nächsten Folge von Gothic Teil 1. Hier mit mir, dem Schnorsti. Leute. So. Wir werden jetzt einmal schauen, dass wir diesen komischen Ork da drüben machen. Der macht mir Kopfschmerzen, Leute. Der macht mir Kopfschmerzen. Die Session geht ja jetzt eigentlich weiter. Ich habe nur eine lange Pause gemacht. Das ist aber noch der gleiche Tag, Leute. In der Session. Aber es wird jetzt nicht mehr so lange gehen. Ich weiß nicht, zwei Folgen oder sowas. Das bitter bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Da ist auf jeden Fall ein Kruschwarok. Wo haben wir denn den einen Ork? Oh mein Gott. Da drüben ist nämlich der Ork-Friedhof. Da ist irgendwo der eine Ork ja hingeflüchtet. Oder habe ich den in der letzten Folge noch getötet, Leute? Nur da ist er ja. Servus. Du kommst da mal in meine Gasse. Kollege. Okay, den erwische ich momentan hier nicht. So, jetzt aber, Leute. Ja, so, ihr Lieben. Ork-Jäger sind eigentlich recht easy. Oh mein Gott! Jetzt hast du mich aber richtig gerissen, weil wieder extrem aufschreckt und umfällt. Also, da muss ich schon sagen. Oh. Leute, also, das war jetzt. Oh mein Gott, also, das war jetzt wirklich was, wo ich mich richtig erschreckt habe. Auf einmal so extrem laut, wie der umgefallen ist, Leute. Oh. Es wird heftig! Ich habe da wirklich so viele Sachen momentan schon gesammelt. Einen Höllenpilz einmal futtern. Ich werde auf jeden Fall noch nicht mit Heiltränken um mich schmeißen. Was mir ganz wichtig ist, Leute, ist, dass ich jetzt in dieser Session wird es nicht mehr ausgehen, aber dass ich diesen Ork-Friedhof da drinnen in den Katakomben der Orks quasi beende. Das wird einige Zeit dauern, weil da drinnen gibt es nämlich auch sowas wie ein Rätsel, Leute. So ist es. Schauen wir mal da überall hin. Vielleicht können wir da ja irgendwas looten oder auch nicht looten. Oder ich weiß es nicht. Leute von heute, es geht weiter auf jeden Fall wieder. Aufnahme läuft, Ton ist auch da. Es ist Abend. Ja, da ist eigentlich... Nö, nicht wirklich irgendwas, aber vielleicht schauen wir mal darüber. Leute. Nö, da ist gar nichts. Gut, also ist es wurscht jetzt. Dann gehen wir mal rein. Es wird heftig. Da drinnen ist es nämlich nicht einfach, Leute. Und da sind wirklich viele Orks unterwegs. Ork-Friedhof, Leute, logischerweise. Und bevor ich aber da jetzt reinmarschiere... Ja, ich werde es einfach noch einmal speichern. So. Da schaut er mal. Weil da ist nämlich... Ja, ich werde da auf jeden Fall jetzt... Mal schauen... Speichern wir mal noch einmal. Ich glaube, da kann ich nämlich das aufmachen, die Winde hier. Genau. So. Jetzt geht's los, ihr Lieben. Ja, speichern wir noch einmal zur Sicherheit. So. Es geht los, Leute. Ab in den Ork-Friedhof. In die Ja, jetzt. So, ihr Lieben, ich bin endlich da. Weil da drinnen ist es nicht ohne. Gibt es viel zum Looten, aber mehr... Auch, ja, natürlich. Mehr noch. Es gibt viel zu looten, aber es gibt auch ein Rätsel.
was ich aber gar nicht so verkehrt finde, weil so soll es auch einmal sein bei einem Spiel Rätsel lösen. Ja, ich werde mir jetzt da demnächst, habe ich gesehen, ist jetzt letztens ein Spiel erschienen, mittlerweile eh schon einige Zeit, weil das ich ja vorletzt gespielt habe, das genügen, zu genüge, ist das Spiel rausgekommen, Forspoken. Ein niegelnagelneues Spiel, was da genau geht, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass man quasi in eine Welt der Fantasie entführt wird. Es ist so ein grafisches Spiel, also grafisches Top-Spiel wie jetzt The Last of Us oder irgendwas anderes. Oder Horizon Zero Dawn oder so. Und das will ich mir tatsächlich besorgen, Leute. Also, ich weiß, ich hab's mir jetzt schon besorgt. Ach, Leute. Das Spiel habe ich mir besorgt, Leute. So, aber das sind nämlich so viele Orkspäher. So, Leute, den haben wir. Den haben wir ohne groben Schaden erledigt. Also das sind Speer. Also kenne ich schon drei Sorten von Orks. Und zwar die Ork-Krieger, die Ork-Jäger und die Ork-Speer. Ja, es ist eigentlich auch wichtig. Und ja, ich muss mich halt für meine leider Gottes momentan durch meine psychischen Probleme immer stärker werdenden Ticks, die ich habe, entschuldigen. Glaubt mir, also mir ist das schon peinlich. Also, jetzt nicht, dass du dich da wunderst oder so. Ja, es ist halt so, ich bin halt leider Gottes Let's Player mit Tickstörungen. ich lache, aber irgendwie finde ich es traurig. Aber es ist halt leider so. Ja, kann ich leider nichts ändern. So, oh mein Gott. Da drüben sind ja, da hinten sehr viele Orks. Aber ich muss einmal mich da umschauen, Leute. In dieser Grabkammer hier, wie schaut denn da... Oh, Leute, 8 Minuten. Es ist ja Wahnsinn. Vergeht ja gar nicht die Zeit. Was ich aber cool finde, Leute. Weil es ist jetzt gerade 20.43 Uhr. Somit werde ich auch gar nicht lang machen, weil der Tobi will dann auch schlafen gehen und so, weil ich ja doch in seinem Zimmer halt spiele, wo mein Computer drin ist. Ja, und da herumreden und so weiter, könnte ich zwar machen, ihm stört es persönlich nicht, ja. Aber es ist mir ungut. Ja, es ist für mich ungut. Oh mein Gott. Da wird er gefoltert, genau. Orkspeer. Haha, oh, sieh was! Aber die schreien immer so extrem. Super. Ich finde aber, die sind ein bisschen stärker als die Orkjäger. Doch noch. Also doch noch. Hört ihr das? Da wird mir gefoltert. Ich finde das so grandios, wie die immer schreien. Ja, total traurig irgendwie, aber es ist irgendwie schon witzig. Ja, das ist nämlich der Ding. Wie heißt denn der? Ball Likör, genau. Oder, ja. Keine Ahnung. Reis futtern. Ich esse jetzt den ganzen Reis leer, Leute. Also zwei Folgen werden es auf jeden Fall werden, Leute. Hier noch, dann habe ich eh schon... Also es ist ja momentan, bräuchte ich gar keine Folgen, aber wie ich schon öfters erwähnt habe, ist das momentan das Spiel, was mich am meisten aufbaut, quasi, ja. Wie die schreien, Leute. So, und dann haben wir noch Höllenpilz, genau. Und somit bin ich mal voll... So, der ist einmal tot. Was ich jetzt will, ich will mich da nicht stressen, Leute. Und somit schaue ich mich da komplett um,
Weil, was ich weiß, gibt es da schöne Sachen zu looten. Ja, ist so. Da oben. Da kann ich sicher raufspringen, Leute. Das. Ja. Mit Sicherheit. So, springen. Genau. Hä? Warum springt er nicht? Ah. Mumie. Ah, genau. Ja, ich will mir da erst mein Licht nicht. Oh ja. Heiltränk. Ah, was habe ich da für eine Spruchrolle erhalten, Leute? Wurscht jetzt. Ich werde mir auf jeden Fall ein Licht nehmen. Weil ich habe eine Lichtrune, Leute. Eine Licht. Eine Richtlune. Schaut einmal. Auf die 6 werde ich die. 6. Auf die 6 werde ich die geben. Und ich werde einmal komplett. Ich habe keine Mana mehr. Ach Leute, jetzt muss ich einen Mana-Saft auch noch nehmen. Mana-Trank. Ja. So, super. Auf die 6 gebe ich dieses Licht und ich kann voll das Licht einschalten. Sehr gut. So. Weil ich habe ja jetzt, Mumie. Der hat nichts drin. Die Mumien sind genauso zu öffnen wie die Kisten, Leute. Was hast denn du da? Du hast auch nichts. Leute, willst du mich jetzt veräppeln? Piranha Bytes wollte mich veräppeln. Da ist finster. Also bei uns in Österreich sagt man, da ist finster wie in einem Arschloch. Entschuldigung, Leute. Das musste jetzt sein. Der musste raus, Leute. Ich kann es manche Sachen einfach nicht zurückhalten. Ja, da drin ja wieder gefoltert, der komische. Wow. Leute, so, hast du jetzt was für mich? Ja, natürlich ein Mana-Trank, was ich super finde, Leute. Und ein Heiltrank. Also man bekommt dann richtig fetten Loot, finde ich. Mana-Trank, Heiltränke. Und ich finde, bei dem Spiel sind die wichtig. Natürlich verwende ich die momentan noch nicht, aber das hat ja einen Grund, weil ich sie mir aufsparen. Ich habe viel zu essen, geht sie noch aus. Alles eigentlich ganz gut. Ich hab noch und nöcher zum Essen, Leute. Da rein gehe ich noch nicht. Absichtlich nicht, Leute. Aber den kann ich ja schon töten, oder? Orkspeer. Genau. Ich hasse diese. Schaut einmal, wie stark der. Also. Ah! Uso Django. Uso Django. Damit. Das schaffe ich nicht, Leute. Boah. Leute. Oh, Leute. Ah, schau da mal. Oh. Wahnsinn. Sie leben, schau da mal. Ich werde den ganzen Seraphis jetzt auffuttern. Ja, zwei auf einmal, mit denen hätte ich jetzt nicht gerechnet, Leute. Lebensenergiebonus, Heilkräuter. Orkblätter. So, und dann noch die Höllenpilze runterfuttern. Also mit Leben rauffuttern mit den Höllenpilzen. So. Passt. Dann nehmen wir die Grushvarok. Das sind die Waffen von denen. Sehr gut. Und es wird gespeichert. Da war ich schon oben, genau. Immer den Überblick bewahren, Leute. Da war ich auch oben.
Da muss ich jetzt noch, möchte ich jetzt noch raufgehen. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Leute, jetzt. Also ist immer das Hochklettern in dem Spiel, das ist schon grausam. Ja, die Mumien tanzen mit mir. Sie tanzen Tag und Nacht. Die Mumien, sie tanzen mit mir, sie tanzen die ganze Nacht. Leute, das habe ich jetzt gerade erfunden. Heilung. Ja, nehme ich gerne mit, Leute. Auf jeden Fall. So, dann haben wir das da. Gehen wir mal alles systematisch durch, ne? Templer, oh Gott. Der hat so Sumpfgrad, Leute. Der hat so eine Münze. Was ist Wurzelsuppe? Oh, der gibt weniger Kampfschwert. Kenn ich da mal Ocken hast du gehabt, du Vogel? Was soll das? Das geht ja gar nicht. Dass er nicht mal Ocken für mich hatte. So, Mumie. Mumi. Da gibt es ja den Film, der heißt Die Mumie. Aber irgendwie habe ich den einmal, den ersten Teil gesehen. Aber gibt es da nicht schon langsam eigentlich, gibt es da nicht allgemein von Mumien schon drei Teile? Der Film Die Mumie mit Fraser, mit diesem Fraser, John Fraser, wie er, der Schauspieler da auf jeden Fall. Da haben wir Nachtschatten. Sind die gut? Das habe ich jetzt gar nicht geschaut, Leute. Ah, ah, ah. So. Was habt ihr da? Heiltränke. Immer lecker, Leute. Heiltränke könnte ich eh immer gebrauchen. Komm, da hat nichts. Ja. Die armen Kerle. Also, die sind leider Gottes schon ewig weg vom Leben. So, alle durchgehen hier, ne? Ja, genau. So. Da, dann haben wir da noch was, wo ich noch nicht war. Sklavenbrot. Mumien. Ja. Also in dem Moment, jetzt gerade, ist so viel vorproduziert, dass ich ewig, normalerweise ewigst keine Folgen mehr brauche. Monate schon mittlerweile. aber mich bockt so dermaßen und Material ist genügend da, somit habe ich nie Probleme. Jo. Hey, schau da mal, das geht ja auch auf, aber da kann ich den Höllenpilz rausnehmen. Schau da mal, da ist die Mumie. Genau, da kann ich rein. Da ist irgendwo ein Hebel. Kann das sein? Irgendwo da ist der Hebel. Für dieses Tor. Kann das sein, dass ich den da oben übersehen habe? Komm doch. Komm rauf da. Wieder einfach nur rauf, ich bin Arzt. Super gegangen vorhin, jetzt nicht mehr. Komm doch! Ist überhaupt ein Schalter drin? Eh nicht, ne? Da ist eh kein Schalter drin, ne? Nö. Der wird aber da drüben, glaube ich, drin sein. Irgendwo. Der Hebel führt da. Kann sein, dass der... Weil die sind so dermaßen gut versteckt, Leute, diese Hebel. Hebel. Ich glaube, kann es sein, dass er da drin ist? Nicht FN.
Ja, jetzt habe ich da wieder was geklickt, genau. Genau. Mich festgepackt hier. So, ich, ja, das Problem hatte ich nämlich im neuen Lager schon, Leute. Aber die Folge ist eh vorbei. Wir machen dann in der nächsten Folge weiter, ihr Lieben. Seht gerade, die Zeit ist vorbei. Und also bleibt dabei, bleibt weiter dran. Ich sage Game Over, bis zum nächsten Mal. Ciao.